Wir werden heute eine Marmelade herstellen aus Erdbeeren, Agar-Agar und ein bisschen Vanille. Die Bezeichnung Marmelade ist hier leider auch ein bisschen falsch. Es wird ein fruchtiger Brotaufstrich. Da wir keinerlei Zucker verwenden werden, darf man nicht Marmelade sagen. Das rührt daher, dass früher der Zucker im Endeffekt teurer war als die Früchte und es daraus eben sich entwickelte, dass eine Marmelade mindestens 50% Zucker enthalten muss. Ob es heute noch so ist, weiß ich nicht. Ändert sich ja manche Sachen, aber da ihr die eh nicht verkaufen werdet, ist es auch relativ egal. Ich habe jetzt hier meine Erdbeeren, die ich geputzt und gewaschen habe. Jetzt gebe ich so ein bisschen Vanille rüber. Man kann auch eine ganze Vanillenschote aufschneiden, das Mark rauskratzen und dann auch noch die Vanillenschote mitkochen. Ich habe hier so eine Mühle, wo ich getrocknete Vanillenschote drin habe. Das ist eine komplett eine handelsübliche Pfeffermühle. So, jetzt gebe ich einen Schluck Wasser rauf. Aus dem einfachen Grund, damit die Erdbeeren unten im Topf nicht anbrennen, und packe einen Deckel rauf. Der Deckel dient dazu, dass die Erdbeeren möglichst schnell warm werden und aufplatzen und ihren Saft abgeben, bevor sie unten anbrennen. In der Zeit, wo die Erdbeeren auf dem Herd jetzt sind und langsam anfangen zu köcheln, habe ich mir hier schon mein Agar-Agar-Pulver abgewogen. Agar-Agar. Zu beziehen über Amazon. Ich werde euch den Link nachher unterhalb der Rezeptur einfügen. Ich nehme pro Kilo Erdbeeren ungefähr 5 Gramm. Das sind so 2 gestrichene Esslöffel Teelöffel, 2 gestrichene Teelöffel voll. Wenn ich dieses Agar-Agar-Pulver jetzt in diese kochende Flüssigkeit kippe, kann es passieren, dass es klumpt. Da gibt es nur mehrere Möglichkeiten. Entweder wir nehmen doch ein bisschen Zucker zu und verrühren es damit. Oder wir nehmen ein bisschen Stevia dazu. Oder wir lösen es in Zitronensaft auf. Die Zitronen sind jetzt hier so ein bisschen abgeschabt aus. Das liegt daran, dass ich die Zitronenschale, das ist eine Bio-Zitrone, die Zitronenschale verwendet habe für ein anderes Produkt. Also entweder in Zitronensaft auflösen oder in Zucker vermengen. Oder in Stevia. So, ich habe das jetzt in Zitronensaft und ein bisschen Stevia aufgelöst. Habe aber noch einen Schluck Wasser dazu gegeben. Ihr könnt natürlich auch nur Wasser nehmen. Wichtig ist, dass ihr es jetzt klumpenfrei verrührt. So, ihr seht, wie die Früchte bereits zusammengefallen sind, obwohl es noch nicht mal kocht. Jetzt gebe ich meine Misch hier aus Agar-Agar und Stevia und Zitronensaft oder Zucker oder Wasser. Wie gesagt, nur aufgelöst sollte es sein, damit es nicht klumpt. Zu den Erdbeeren. Rühre es kurz auf und lasse es jetzt weiter kochen. Es sollte mindestens 5 Minuten kochen, damit die Alge richtig aufgeht, also aufquillt und nachher auch die Flüssigkeit bindet. Ich werde es sogar noch länger kochen lassen, weil ich möchte, dass es sich noch ein bisschen runter reduziert, dass der Erdbeergeschmack noch intensiver wird. Es werden da sicherlich einige Vitamine bei Flöten gehen, aber geschmacklich wird es eine Verbesserung sein. Deswegen werden wir es jetzt auch ohne Deckel weiter kochen. Einfach durch Köcheln reduzieren. Da ich keine Stücken mag in der Erdbeere, also ganze Früchte, werde ich dieses noch mit dem Pürierstab kurz pürieren. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum das so schön rot ist und bei euch es immer etwas gräulicher wird, ich habe vorm Pürieren noch ein Stück rote Beete mit reingeworfen. Also eine Viertel rote Beete auf die Menge, das sind hier 3 Kilo, ergibt dann solche Farbe. Nachdem es jetzt
eine gute 20 Minuten gekocht hat und also schön noch ein bisschen reduziert ist, mache ich Folgendes. Ich werde jetzt mit Hilfe dieses Trichters diese Marmelade oder diesen Fruchtaufstrich in die Gläser füllen. Trichter, so einen Trichter kriegt man zu kaufen, damit man den Rand nicht voll saut. Man kann aber natürlich auch bei vielen Geschirrspülmaschinen ist so ein Salzeinfülltrichter dabei. Den verwenden. Ich werde also das Glas bis zu einen Zentimeter unter dem Rand vollfüllen. Dann werde ich einen kleinen Schluck Cointreau oben rauf gießen und werde diesen anzünden, damit sämtlicher Sauerstoff noch verbrennt und ich möglichst wenig Sauerstoff und auch Bakterien oben in dem Glas drin habe. So hält sich das also über Jahre. Dadurch, dass wir rote Beete zugesetzt haben, ein bisschen rote Beete-Saft, sollte es auch die Farbe nicht verlieren. Kann ich allerdings auch nicht unbedingt hundertprozentig bestätigen, weil diese Gläser halten bei mir in der Regel nicht länger als ein halbes Jahr. Ganz kleines Schlückchen Cointreau oben drauf. Durch die Wärme verdunstet gleich der Alkohol und anzünden. Ihr seht, wie es brennt. Gleich zumachen. Und fertig ist die Marmelade. Hier hat es mich jetzt leider so ein bisschen, haben die Borsten angefangen. Wenn ihr jetzt genau hinguckt, seht ihr sogar noch, wie jetzt der Alkohol bzw. die Marmelade in so ein bisschen köchelt. Es passiert so lange, bis der Rest Sauerstoff alles verbrannt ist und ihr da drin alles schön keimfrei habt. So, hier sehen wir jetzt meine fertige Marmelade oder zumindest einen Teil davon. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ihr macht auch dieses Mal nach. Solltet ihr jetzt noch irgendwie Fragen haben oder Anregungen, was ich für euch als nächstes backen soll, hinterlasst doch bitte in den Kommentaren euren Wunsch. Ich werde versuchen, dieses möglichst bald dann für euch umzusetzen. Danke sehr!